Freunde und willkommen bei Max Beat Shop. So, pass auf, das überfällige Video ist da. BMW 5er 25D Anlasser steht an. Weil der ist heute verreckt in Hamburg und jetzt kann ich nicht mehr sagen, ach, ich sitze mal her, da gehe ich ja meistens noch. Ich gehe ja gar nicht mehr. Ne? Wir müssen kurz warten, bis unser sehr geehrter Herr Torblockierer Harry mit seiner Gurke eben vorbeifährt, damit wir reinfahren können. Ich bin jetzt der 5er jetzt schon seit einer Stunde hier und läuft. Im Leerlauf, die ganze Zeit, weil ich ihn nicht ausmachen kann. Klingt komisch, ist aber so. Da können wir mal gucken, ob die Temperatur gegangen ist. Weil viele sagen, das Thermostat von dem Auto ist kaputt. Was auch sein kann, tatsächlich. Dann müsste der ja eigentlich im Stand warm werden, muss ich dann falsch. Gucken wir gleich mal. Bis gleich. Ah. Also egal, wann du drehst und wendest, du hast nur Standlicht an. Müsste der erste Hebelschlag sein. Jetzt hast du Licht. Gute Fahrt, bis morgen. So, und wir fahren jetzt rein. Der beste Scheiß überhaupt. Denn weil eigentlich haben wir noch einen Termin mit Vatern, seit wir den Käfer abholen. Aber ich habe gesagt, ohne Anlasser fahre ich da jetzt nicht hin. Das sehe ich nicht ein. Weil wenn ich jetzt einmal ausmache oder zu Hause ausmache, kriege ich die Kiste nicht mal an. Fahre nicht mit Anhänger hinten dran. Sehen wir eben kurz gucken. So. Zum Befehl, Hanna. Wird gemacht. So, weil ich habe eigentlich andere Projekte. Aber ich muss am Mittwoch schon wieder nach Mettmann. Nein, das ist kein Mann aus Mett, das ist hier. Das ist unten im Ruhrgebiet. Da hat Harry schon wieder was verkauft für sein Topolino. Bisschen Gurkenzubehör. Das heißt, da muss der BMW bis dahin auch wieder fahren. Und ich habe es gesagt, diese 2 Stunden, die ich jetzt noch rein theoretisch Luft hätte, die konnte ich jetzt nutzen, um mal eben diesen BMW hier durchzuschecken. So mache ich ihn aus. Geht auch wieder an, mal gucken. Pass auf. Das darf nämlich gar nicht mehr. Hätte der komplett hohl. Übrigens, Temperatur ist immer noch auf kalt. Ich habe keine Ahnung warum. Auf jeden Fall ist es mir eigentlich, wenn ich ehrlich bin, weil ich jeden zweiten Kommentar kriege. Max, dein BMW ist nicht warm. Ist mir eigentlich egal. Weiter rückwärts? Ja. Sag ich mal, wo bist du denn mit dem Ding? Nö, nö, nö. Oh, einen kleinen Ticken vielleicht, weil muss ein bisschen so. So. Ne? Ja, aber nur da unterpacken, das reicht nicht, das weißt du. Der hat auch Wagenheber Aufnahmepunkte. Also ohne Informationen, ohne alles. Ne? Ich schätze, dass der Anlasser unterm Auto ist. Warum habe ich keinen gefunden? So, erstmal hoch zur Stunde 5er. Weil eigentlich, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ne? Der macht sich wirklich gut. Ne? Einzige Sorgenkind, was ich aktuell wirklich habe, bei mir im Fuhrpark hier, ist der, wie soll ich sagen, der Volvo. Ne? Vom Vater. Und wie? Boah! Liegt aber daran, dass heckgetrieben das Auto ist, Hanna. Geh nicht unter die Bühne. Geh einen Schritt zurück. Hab keinen Bock, dass dir die Karre auf dem Kopf liegt. Ne? So. Ich hab keinen Bock, dass die Karre dir auf dem Kopf liegt. Genau, deswegen machen wir das dazu. Hundertprozentig gängig. Kommen wir drüben mal. Kommen wir hier. Hanna, es gibt keine geileren Reifen als die von diesem 5er. Die guten Ovation W. Keine Ahnung, die sind auf dem richtiger Scheiß. Das sind eher für die Offroad-Reifen. So, und was haben wir jetzt beim Auto von 2001 ist der, glaube ich. Plastik unterm Auto natürlich. Vielleicht kannst du dir Schrauben lösen. Aber ich sehe schon mal kein Öl. Nur da. Da im Wartungsloch haben sie auch nicht wieder raufgeschraubt. Und hier irgendwo. Unser Anlasser sitzen. Die Schwungscheibe müsste aber hier hinten sitzen. Vom Motor, also schätze ich wahrscheinlich eher hier hinten raus. Ich habe keine Ahnung, wo er sitzt. Ich schraube diesen Scheiß einfach mal eben ab. Und wenn es mal auf den Keks geht, mache ich es auch nicht mehr dran. Mal schauen. Zick ist so gut wie ab. Und ich traue diesen Mist nicht ganz über den Weg, tatsächlich, wenn ich ehrlich bin. Ja, komm, ist mal das Kreuz treffen. Ich bin nicht gerade der beste Rechtshänder, aber ich muss jetzt an die Puff machen und nach unten fliegen. Komm her, Kollege. Ah, der ist er doch. So, wie sieht unsere Wanne aus? Ah, oh, die ist erstaunlich wenig ölig. Ich hätte gedacht, die ist komplett voll geölt. Mann, der BMW macht eine immer bessere Figur. Kannst sagen, was du willst. Ne, also, da kann man ja gar nicht meckern. So, fangen wir gleich an zu meckern, welchen Anlasser ich finde. Öl, geht aber noch. Da ist ein Auspuffrohr. Oh ne, nein, das ist der Anlasser. Oh ne, echt jetzt? Oh ne, echt? Kann nicht woanders sitzen. Oh ne!
Hanna! Ja? Der Handel ist aus einer Hundearbeit. Also wirklich Hundearbeit. Das ist eine furchtbare Arbeit, da ranzukommen. Und der ist von Denso, das ist auch nicht mal der Erste. Da kam auch schon mal ein anderer. Da ist der Anlasser, da oben. Oh, oh, ist er von hinten wesen verschraubt? Ich glaube schon, ich glaube, man kann ihn von hinten lösen. Ne? Da oben fehlt schon eine Schraube. Da hat einer also schon gemerkt, okay, da komme ich nicht gut ran. Das lassen wir mal lieber. Da, ach so, der ist so rum verschraubt. Das mag doch gehen, das ist nicht so ein Renault Scenic auf jeden Fall. Es ist besser als beim Scenic, aber es ist immer eine Katastrophe. So. Wir kriegen den nicht raus. Ja, der muss raus. Wir brauchen noch einen funktionierenden BMW. Sonst haben wir ja einen Ölstandssensor, auch schon mal gut zu wissen. Das heißt, wenn Öl fehlt, dann sagt er uns das sogar. Guck mal, hier ist schon der Cut. Weil der Cut ist dann schon mickrig, ne? Hier ist ein zerdrückter Auspuff. Ne, das ist original so. Wir müssen alles kontrollieren. Hier ist alles ein bisschen ölig, aber der hat sich wieder, also der hat sich gut eingelaufen unterm Strich. Er braucht eh einen Ölwechsel. Weil ohne Ölwechsel kriegen wir keine Abgasuntersuchung mit dem Ding, bin ich mir ganz sicher. Beim Diesel macht das so einiges mit. Das habe ich auf der Bühne. Eigentlich kann man das Öl noch ablassen, ne? Habe ich 5W30 auch da, weißt du das? Kann man 15W40 auf dem Turbo-Diesel fahren? Der ist scheiße, oder? Egal, komm, wir tauschen mal den anders. Hast du die Schraube, das sind die Schraube, das ist mich Plus drauf. Machen das ab und dann machen wir diesen ganzen Mist erstmal runter. Irgendwie. Das kann doch fummelig Wieso werden. Wieso ist das ein Turbo-BMW? Das ist ein Turbo-Diesel. Das ist die Frage aller Fragen. Wo ist eigentlich der neue Anlasser? Ich dachte, der ist ein Kofferraum. Aber ist er eigentlich gar nicht. Wo ist er? Das ist ein Renault-Anlasser. Den brauche ich, um 2-1 zu machen beim Twingo. Aber. Hä? Einen wunderschönen guten Morgen, meine Hasis. Ja, warum sind die jetzt im Pontiac drin? Wir haben einen Tag später. Der Anlasser war zu Hause im Kofferraum von meinem Polo noch. Ah, furchtbar. Naja, deswegen sind wir jetzt auf dem Weg mit dem Anlasser im Kofferraum und bauen ihn gleich wieder ein. Wisst ihr Bescheid, da seht ihr das nämlich gleich, was Phase ist. Wir haben noch einen Zwischenstandpunkt, da muss man noch eben schnell ein Auto abmelden. Bis gleich. Beim letzten Mal wieder in der Halle. Ich habe schon von dem Blazer-Tankrückschlag gehört. Hier, das ist der neue Tank. Das ist die Benzinpumpe. Auch alles kaputt gebrochen. Scheiße. Naja, jetzt habe ich was einfallen lassen mit der alten Pumpe. Ich muss mal gucken, ob ich die so dicht kriege, vielleicht, weil ich die so ein bisschen gegurkt habe. Ich habe die Ränder abgebrochen. Vielleicht kann man die so wieder benutzen. Ach, was ein Scheiße, kann nicht wahr sein. Also der Chevy, der raubt mir gerade jeden letzten Nerv, weil ausgerechnet die Pumpe, die man nicht kriegt, die habe ich. Naja, will's machen. Wenn wir mal auf, wenn meine Pechsträhne heute aufhört, wenigstens in Richtung BMW und ich mein BMW wieder auf die Straße kriege. Das wäre ja schon mal ganz schön. Deswegen packen wir eine Lampe hier hin und dann machen wir uns eine Operation Anlasser. Schön, weil wir morgen wieder einen dicken Roadtrip haben, ne? Und das wäre ja nicht so geil, wenn es nicht so wäre. Was haben wir denn hier? Anlasser, Bosch, gebraucht. BMW E39 25D. Kostet 40 Euro. Geil, ne? Wo ist er denn? Oh, hier ist er doch. Extra noch eingewickelt. Guck mal, in Gurken hier, Rollpapier. Der ist ziemlich groß. Da ist er doch mal. 25D, Anlasser, Starter E46, E39. Kommt aus einem mit Kilometerstand 0. What the fuck? Egal. Gebraucht aus. So ein gebrauchter. Neuer ist das nicht. Neue sind richtig teuer. Wenn du einen neuen Originalteil von Bosch haben willst, da bezahlst du richtig Patte für. Das Ding wird noch relativ günstig. Und dann richtig viel. Und da wir den Wagen ja, damit wir nicht wissen, wie lange der Wagen hier fahren soll oder fahren wird, habe ich natürlich mich natürlich für die Budgetlösung entschieden. Ich bin froh, dass ich ihn wiedergefunden habe. Ich hätte einen zweiten kaufen dürfen. Und einen günstigen Anlasser so finden, ist gar nicht mal so einfach. Was? Der ist schwer, ja. Der ist auch richtig schwer im Metall. Und da oben sitzt der Alte. Oh, furchtbar. Wir müssen den lösen, Verlängerung. Dann müssen wir, glaube ich, oben noch mal einen lösen. Ist da oben noch mal einer? Hier ist oben, wenn man nicht sehen kann, ist auch noch eine Schraube. Perfekt. Ist dann aber weg, machen wir noch mal eine Schraube. Da ist eine. Welchen Sonst Schrauben nicht. Zwei Schrauben, glaube ich. Welchen Schraubenzieher brauchst du dafür? Ah, ein Schraubendreher wäre schön, aber
Wir müssen irgendwie sowas nehmen hier, so ein Außentorx. Außentorx? Ja. Ist hier irgendwie lustiger Name. Eine Nummer kleiner. Ja, außen, das ist für eine Opel. Das habe ich noch liegen gehabt bei Opel jetzt letztens, weil ich einen Opel für dich gemacht habe. Diesen komischen, weißt du, diesen Opel, hier. Popel. Ja, genau. Welchen Popel war das nochmal? Ich fertig gemacht habe. Mit Außentorx. Ach, das war der Wagen. Stimmt, das war eine Bremse. Das war hier der Wagen von Monique. Tutorial kann ich euch dafür nicht bieten. Ne? Ich habe keine Ahnung. Aber ich mache einfach die Plusleitung, die hier rangeflanscht ist, ab. Damit wir hier schon mal kein Plus mehr auf dem Anlasser haben, falls er dann irgendwo gegenkommt und macht der Pssst. Wollen wir nicht. Muss nicht sein. Die Schraube extrem nah am Motorblock rangeflanscht. Das heißt, du kommst da ziemlich schlecht ran. Deswegen habe ich mir so einen Verlängerungsklaus gebaut und hoffe mal, dass ich irgendwie das da lang komme, um die erste Anlasserschraube zu lösen. Die da oben habe ich gar nicht reingeschraubt, diese hier, seht ihr? Die fehlt nämlich noch. Da war schon mal dabei gewesen, weil die ganzen Schrauben sind nicht alle ausgenudelt. Ich brauche nur die Schrauben lösen, die ausgenudelt sind. Das ist der Vorteil daran, weil da schon mal gefummelt hat dran. Ach, das ist echt auch ein Platz, ich sag mal, da kommst du aber von oben nicht ran. Ne? Das ist alles zugebaut. Das ist nur eine Chance, von unten ranzukommen. Aber BMW, oder? Ich glaube, beziehungsweise hoffe, dass man zwei Schrauben festgemacht, der Anlasser. Guck mal, die Schraube, die zweite sitzt da oben. Da kommst du natürlich sehr bescheiden ran und hast nur die Chance, sie zu lösen, wenn du eine fein verzahnte Knarre hast. Wenn der grob verzahnten Baumarkt belegt, nachher brauchst du nicht anfangen, weil damit kriegst du den Haken nicht. Das ist echt zu kotzen. Aber es geht. Guck mal, allein den Stecker da hinten, guck mal, den Stecker mal eben lösen, weil der da oben ist. Oh. Ich sage, modernere Autos, je moderner das Auto, desto verbauter ist der ganze Mist, ne? Aber sonst hat der Wagen einen ganz guten Eindruck auf mich. Ich bin froh, dass ich nicht so viel ran schrauben muss, wenn ich ehrlich bin, jetzt gerade. Wo ist eigentlich der? Guck mal, hier ist ein Sensor für die Belagstärke. Der ist auch angeschlossen. Ist der drüben ab? Ich muss uns ja auch anzeigen, dass da hier... Hier ist kein Sensor dran, guck mal. Wahrscheinlich hängt er hier irgendwo bummelig rum. Das müsste ABS sein. Wir haben nämlich nur einen Sensor für die Dicke des Bremsbelags. Und deswegen ist auch die Bremsbelagswarnleuchte an. Wenn nur noch einer existiert davon, hier, da. Na, guck mal hier. Seht ihr, der Anlasser ist losgeschraubt. Da, er ist ab. Ich habe die ganzen Schrauben auch schon abgepult. Jetzt will ich mal hoffen, ich kriege nicht irgendwie rausgezogen. Das ist eine ziemlich fummelige Angelegenheit, weil da kommst du wirklich, da ist vielleicht ein Träger davor, aber es müsste vielleicht gehen, dass man das Ding ausbauen kann, ohne irgendwelche extra Sachen zu demontieren. Und hoffentlich ist das der gleiche Anlasser. Wir haben jetzt ein Original Bosch eingebaut. Ich sehe hier so Einschlagspuren, seht ihr das? Den hat schon mal vorher einer ausgebaut und hat auch eine Schraube nicht wieder reingedreht. Da fehlt nämlich eine Schraube, wie gesagt. Das Gewinde tot ist. Guck mal, das Gewinde ist wieder platt da vorne. Also gehe ich von außen mit zwei Schrauben da festgeschraubt. Gut, können wir ja auch machen. Das funktioniert ja trotzdem. Aber zwei von drei ist halt ein guter Schnitt. Eigentlich nicht. Zwei Kabel dran. Eine mit 8er Schraube und eine mit 10er. Nur eben für euch, ne? Schraube selber vom Anlasser ist aus Kupfer gemacht. Das heißt, dass man die so ein bisschen tauschen kann. Also das ist extrem fummelig, ihn da rauszukriegen. Aber wirklich extrem fummelig. Aber es geht. Und das heißt ja immer so schön, wenn man die rauskriegt, kriegt man die neuen auch wieder rein. Made in Germany, Original BMW. Guck mal. Original BMW-Anlasser. Haben Sie schon damit nur den Magnetschalter ausgetauscht oder was? Das ist ja auch von Denso, von dem hier. Steht auch Denso irgendwo drauf. Nee, da steht kein Denso drauf. Freunde, guckt euch den Scheiß mal an. Wir haben jetzt hier den ganzen Kram in der Hand. Da steht Denso drauf. Auf diesem Gehäuse. Auf dem Original-Anlasser, den wir hier haben, steht nicht. Oh, das ist gut. Steht nicht Denso drauf. Und ich sage ja noch, Anna, pass auf, der fällt runter. Das ist ein Bosch-Anlasser. Aber ich habe es nicht gemerkt, weil ich habe mich nämlich erschrocken. Natürlich genau unseren Tank vom Blazer drauf gefallen. Ein Glück ist dieses Ding schon vorher abgebrochen gewesen. Das hätte ich mich jetzt wieder geärgert. So, BMW Made in Germany. 12 Volt, 18 kW. Ist das nicht ein schöner Anlasser? Oder ist das ein Bosch-Nachbau? Da ist der Original drin. Egal, wir testen mal den einen Anlasser, den wir jetzt vorher ausgebaut haben. Das ist der hier. Den testen wir jetzt einfach mal aus, ob er noch funktioniert. Bin gespannt. Nee, der geht immer rein. Warte mal, nochmal. Hallo, der will nicht, der lässt sich nicht ordentlich brücken. Das ist ein scheiß Anlasser. Da wollte ich nicht braten. Aber so sieht in meinen Augen ein heiler Anlasser aus.
bin ich gespannt, wenn wir einen neuen einbauen, ob hier das Licht doch vielleicht beim neuen Anlasser einfach an der Schwungscheibe von dem BMW liegt. Und wenn die Schwungscheibe von dem BMW nicht mehr greift, dann ist der BMW im Wirtschaftsfall total schaden, weil dann muss der Motor nämlich auseinander. Wir bauen jetzt mal testweise den neuen ein und gucken mal. Vielleicht war ja auch nicht richtig fest gewesen, hat sich irgendwie rausgeklappt, glaube ich aber auch nicht. Weil die hat jetzt gerade seinen Job gemacht. Die Frage heißt halt nur, ob er immer seinen Job macht oder seinen Job halt jetzt nur wieder macht, weil er gerade eben runtergefallen ist. Weiß Bescheid. Mal, ging der Anlasser ja manchmal nicht. Guck mal, jetzt fasse ich mal, hier oben rein, weil da oben ist nämlich der Zahnkranz von der Schwungscheibe und der fühlt sich auf jeden Fall noch an, als hätte er noch Zähne. Also es könnte wirklich sein, dass ich gerade den Anlasser das Runterfallen repariert habe. Der Pechsträhne geht weiter, der Anlasser ist anders. Der hat den Magnetschalter anders sitzen. Guck mal, der ist so eingebaut. So, und der hat weiter unten sitzen, hat er so eine Halterung extra noch für dieses extra Tüdelding dran. Aber meiner ist da, mein neuer ist anders gegossen. Seht ihr das? Im Unterschied, der ist tiefer, der ist höher. Das heißt, der passt nicht. Der drückt nämlich irgendwie gegen diese AGR-Scheiße da unten dran. Ich will mal gucken, wann ich jetzt einbaue, ob ich das irgendwie hinkriege, ob ich da keinen Plus hinkriege in die Ecke. Weil sonst habe ich einen eingebauten Kabelbrand und den können wir auch nicht gebrauchen. So sehe ich schon mal aus. Aber hier, guck mal, das sind die Anlasser. Das ist der alte, das ist der neue. Ihr seht, sieht ein Unterschied. Das ist eigentlich genau gleich. Nur der alte hat diese Halterung hier für so ein Plastik. Der hat keine. Also ist der vom E46 wahrscheinlich. Und der ist ein bisschen anders gedreht. Heißt, rein theoretisch müsste der so stehen. Da wird das funktionieren. Geht aber nicht. Jetzt kommen wir von vorne an. Der vorne vom Kopf her, von der Größe her und vom Ausrücken und so her gleich ist. Auch nicht. Guck mal, der eine ist kleiner, der andere ist größer. Nee, das ist ein anderer Anlasser. Das ist ein komplett anderes Ersatzteil. Seht ihr das? Ja. Also egal wie wir es drehen und wenden, der neue passt nicht. Keine Chance. Und ich brauche jetzt einen neuen Anlasser. Und ich brauche morgen einen Anlasser oder heute noch einen Anlasser. Den werde ich nicht kriegen, also kann ich wieder kotzen. Schön. Das heißt, der alte Anlasser, der hat nicht immer ausgerückt, das weiß ich noch. Das war sein Hauptproblem. Sonst ist er aber nicht verschlissen. Jetzt will ich den wieder in Stand setzen und baue den Magnetschalter einfach nur von dem anderen drauf. Sonst ist er gleich. Mal gucken. Freunde, es ist wie viel später, weiß ich gar nicht. Ich glaube eine Stunde später. Ich habe jetzt den alten Anlasser wieder eingebaut, weil ich den Wagen sowieso fahren muss morgen, egal was kommt. Ich habe jetzt den alten Magnetschalter zerlegt, weil ich glaube, das ist ein Magnetschalter. Der hält ja eigentlich diesen Anlasser beim Ausrücken fest. Das tut er nicht mehr richtig. Da wollte ich einen anderen rübertauschen. Von dem anderen Anlasser hat aber nicht gepasst, der war anders. Wollte noch irgendwas selber gurken, ging aber auch nicht, weil die Verschraubungen nicht gepasst haben. Das heißt, der war komplett anders. Ja, aber wenn ich jetzt meinen Gewährleistungsanlasser auch zerlegt, den kann ich jetzt auch nicht mehr zurückschicken. Happy Birthday. Naja, egal. Fakt auf jeden Fall ist, ich brauche einen neuen Anlasser. Außer, ich habe aus irgendwelchen Gründen auch immer jetzt gleich diesen Magnetschalter von diesem Anlasser und der Kontakt sauber gemacht, dass er jetzt wieder funktioniert. Weil Fakt auf jeden Fall ist, ich bin nicht der Erste, der den Mister eingebaut hat. Ja, da war schon ein anderer bei gewesen. Jetzt habe ich pechschwarze Hände, wirklich pechschwarz. Ist mir so scheißegal. Ne, vielleicht habe ich ja heute mal einmal Glück. Letztes habe ich nur Pech. Ne? Blazer-Tank hier und da und dort. Vater ins Volvo, der nicht mehr will. Und oh, furchtbar. Und hier, ich kann auch immer Glück haben, dass dieses Auto jetzt wieder rrrr macht. Also richtig rrrr. Beim fünften Mal oder so. Schon reichen. Hauptsache, das springt jetzt irgendwie wieder an. Man, packt man sich ein Teil auf Lager und dann geht das nicht. Das ist doch furchtbar. Wie vorher. Der packt mich. Hört ihr? Der fährt, muss eigentlich festhalten, wenn er rausfährt. Ne, und dann dieses Ritzel rein. Das Ritzel ist noch heile, aber er greift nicht. Wenn ihn ausmacht, dann geht er immer mal raus. Also brauchen wir einen neuen Anlasser. Happy Birthday. Aber gut, wäre ja auch vorauszusehen, ne, mit dem Anlasser jetzt, dass der nicht funktioniert. Oder vorher ja auch nicht ging. Ja, scheiße. Übrigens ist das ein E39 E46 Anlasser. Aber ich glaube, der E46, der hat ein paar
paar Änderungen dran gehabt, wie bei dem Auto. Und in diesem Auto, also in dem BMW, ist dieser Motor relativ selten, weil der eigentlich moderner ist als das Auto, vom Baujahr her. Das hat einer der letzten Motoren gewesen, ist die Skerpfe-Dings. Das heißt, ich kann mich jetzt freuen. Aber ich war schlau, ich habe ein Foto von der Teilnummer vorher gemacht. Das heißt, ich mache jetzt mal eBay Kleinanzeigen an oder eBay und gucke erstmal, ob ich irgendwo was finde. Gut, das war's für euch mit diesem Video. Ich muss trotzdem morgen mit dem Auto noch Mapman runtergurken. Das heißt, ich muss den morgen anrollen und dann muss ich den so fahren. Kann ich auch nicht ändern. Ne? Ist halt so. Weil er muss fahren, er muss sein Geld jetzt verdienen. Und hier, wenn er anders platt ist, das kann mich jetzt nicht aufhalten. Mutterfreunde, ciao.